Das Wasser des Musi nutzen wir schon seit jeher für die Landwirtschaft und im Alltag. Heute sehen Sie, wie verschmutzt der Fluss ist. Bhatti ist der Gemeindevorsteher von Edulabad, einem Städtchen im Süden Indiens an den Ufern des Flusses Musi. Seit 30 Jahren kämpft er gegen die verheerende Verschmutzung seiner Region durch die Industrie. Der weiße Schaum da, das sind hochkonzentrierte Arzneimittelrückstände. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie giftig das Wasser ist. Ein einfacher Kontakt zwischen den Schaumrückständen und dem Streichholz und schon brennt der Boden. Hier der Beweis für die Verschmutzung des Flusses durch die Pharmaindustrie. Wie ist sowas zu rechtfertigen? Stellen Sie sich vor, welche Folgen das Trinken dieses Wassers für die Menschen hat. Das Wasser des Musi brennt. Der Fluss, einst ein reicher Lebensquell, verschwindet heute unter einer dicken Schicht toxischen Schaums. Über hunderte Kilometer trägt sein giftiges Wasser Tod und Krankheit bis in die Hauptstadt der Region. In knapp 40 Jahren wurde Hyderabad eine riesige Industriestadt mit 8 Millionen Einwohnern zum größten Pharma-Standort Asiens. Die Großkonzerne der Arzneimittelbranche haben hier ihre Produktion angesiedelt. Attraktiv waren hier die billigen Arbeitskräfte, die niedrigen Steuern und quasi inexistente Umweltauflagen. Über 140 Industriebetriebe haben ihren Sitz in der Vorstadt. Alle sind sie hier zu finden. Mylan, Sandoz, Sanofi oder Pfizer. Tag und Nacht bedienen ihre Fabriken die weltweit konstant steigende Nachfrage. 30% aller Generika und 40% aller Impfstoffe weltweit stammen aus diesen Fabriken. Die steigenden Produktionsquoten erreicht man mit dem Bau immer neuer Fabriken. Luft, Wasser und Böden sind von den Schadstoffen der Arzneimittelindustrie überlastet. Schadstoffe, die schleichend wirken. Die Wissenschaft sieht in ihnen die Ursache für Lungenentzündungen, Fehlgeburten und Krebs bei den Menschen der Region. Indiens Ehrgeiz, zur neuen Apotheke der Welt zu werden, hat Folgen für Mensch und Natur. Ein typisches Beispiel ist Edulabad, eine Stadt mit 9000 Einwohnern, nur wenige Kilometer von den Fabriken Hyderabads entfernt. Hier wurden die höchsten Konzentrationen an Giftabfällen gemessen. Gemeindevorsteher Bhatti dokumentiert systematisch die Folgen dieser Verschmutzung. Die Fische von Edulabad waren in der Region mal äußerst beliebt. Aber wegen der chemischen Stoffe im Musi sterben die Fische gerade aus. Die Fischer selbst werden krank und einige sterben. Und wer noch da ist, kämpft mit enormen finanziellen Einbußen. Die Frauen, die am Fluss arbeiten, haben Blasen auf der Haut. Und was sie verdienen, geht für ihre Behandlung drauf. Das Umweltamt, die Industrie und die Regierung, die gehören alle vor Gericht. Die haben die Menschen vergiftet. Nur dann erfahren die Menschen Gerechtigkeit. Trotz seiner unbeirrbaren Haltung weiß Bhatti, Hoffnung auf Gerechtigkeit besteht kaum. Weder Klagen noch Berufungen hatten in den letzten 30 Jahren Erfolg. Eine Generation Bauern musste darunter leiden. Parvin und Srikant haben ihr Leben lang an den Ufern des Musi gearbeitet. Heute sind beide schwer an Lungenentzündung erkrankt. Wenn ich Atemprobleme bekomme, nutze ich den Inhalator hier. Den hat mein Sohn mir gekauft. Damit kann ich die Symptome abmildern. Aber nach einiger Zeit kommen die immer wieder. Genauso bei meinem Mann.
Uns ist klar geworden, wir können hier nicht weiterleben. Das Land dieser Bauern ist belastet von chemischen Stoffen zur Produktion der Arzneimittel. Seit über 10 Jahren dokumentieren internationale Hilfsorganisationen wie die niederländische Stiftung Changing Markets die Verschmutzung des Mussi. Jede dieser Studien belegt erhebliche Mengen gefährlicher Stoffe wie Chrom, Arsen oder Nickel. Wir wollen einfach nur überleben. Und wie jeder Mensch haben wir das Recht auf frische Luft, gesunde Nahrungsmittel und sauberes Trinkwasser. Die Situation wird täglich schlimmer. Die Frauen unserer Gemeinden haben immer mehr Fehlgeburten. Seit diese Fälle erfasst wurden, haben die Ärzte uns verboten, das Wasser des Mussi zu trinken oder auch nur damit in Berührung zu kommen. Wegen dieses Wassers wachsen die Kinder nicht normal. Sie kriegen Atemprobleme und Augenkrankheiten. Batés größte Sorge. Die kommende Generation ist augenscheinlich schon heute verloren, schon vor ihrer Geburt. Allein in Edulabad haben mehrere hundert Kinder körperliche und psychische Probleme. Eine Studie hierzu hat die Regierung nicht erstellt. Aber Baté nimmt regelmäßige Erhebungen vor. Danach sind 20% aller Kinder der Stadt vom Wasser des Mussi geschädigt. Shambhavi hat 3 Kinder. Alle kamen sie mit Fehlbildungen oder geistig behindert zur Welt. Die Tochter der Nachbarsfamilie leidet an denselben Krankheiten. Schauen Sie sich unsere Kinder an. Schauen Sie sich an, wie sie aussehen. Ich war in mehreren Kliniken, war bei vielen Ärzten. Das hat mich ein Heidengeld gekostet. Aber selbst das hat nicht geholfen. Meine Tochter ist 12, sieht aber noch aus wie ein kleines Kind. Sie hat eine rissige Zunge. Sobald etwas mit ihrem Mund in Kontakt kommt, fängt sie an zu bluten. Manchmal aus heiterem Himmel hat sie Anfälle und fängt an, sich überall am Körper zu kratzen. Baté ist ohnmächtig angesichts der Verzweiflung dieser Mütter, will sie aber keinesfalls ihrem Schicksal überlassen. Mit Spenden der Gemeinde lässt er jede Woche den ansässigen Arzt kommen, damit sie behandelt werden. Seit 20 Jahren sehen immer mehr Kinder schon bei ihrer Geburt schlechter, haben kognitive Schwächen oder sind taub. Er kann nicht mehr tun, als diese Schäden festzustellen. Soweit er weiß, hat keine Behandlung bis heute die Gesundheit dieser Kinder mit ihren noch unbekannten Krankheitsbildern verbessert. Baté hat mehrere Berichte zur Lage der Kinder an die Industriekonzerne und an den Gouverneur des Bundesstaates versandt. Keines der vielen Schreiben erhielt eine Antwort. Die Gesundheitskatastrophe von Edulabad findet sich ähnlich wieder in jeder anderen Stadt und jedem anderen Dorf am Fluss Mussi. Ein Universitätsprofessor von Hyderabad hat das alles recherchiert. Vijay Gudavarti ist spezialisiert auf Umweltökonomie. Als einer der ersten dokumentierte er die Ursache der Verschmutzung des Mussi. Wir fahren nun zu einem Ort namens Godaputaram. Das ist ein Industriegebiet. Die Regierung hat es der Industrie zugeschlagen, damit sie dort ihre Fabriken bauen kann. Die dort ist von Mylan, die andere von Aurobindo. Man sieht auch Hetero Drugs oder Dr. Reddy's. Ich glaube, hier produzieren die größten und bedeutendsten Industriekonzerne der Welt. Hier, wo wir sind, hier leitet die Industrie diese Abwässer ein. Und hier eines der verseuchten Becken. Aber wie Sie sehen, geht es hier nicht nur um Abwässer. Die Konzerne sagen, kein Tropfen Abwasser würde aus den Fabriken nach draußen gelangen.
Aber natürlich läuft hier ständig chemieverseuchtes Wasser aus den Fabriken. Das sickert direkt ins Grundwasser. Offensichtlich sieht man hier nicht viele Abflüsse auf den Produktionsgeländen selbst. Aber all die kleinen Wasserläufe, die kleinen Rinnsale, führen zum Musi. Das liegt vor allem am Regulierungssystem. Das Kontroll- und Regulierungssystem ist ein absoluter Fehlschlag. Und das, weil die Pharmalobby äußerst mächtig ist. Sie steht unter dem maßgeblichen Einfluss von gesellschaftlich sehr einflussreichen Kasten. Die gehören zur herrschenden Klasse. Ihr Netz reicht bis ganz nach oben in die Politik und die Verwaltung. Die Konzerne zögern nicht, ihre Gegner einzuschüchtern. Da hat sich eine Art Mafia-Kultur etabliert. Einige Konzerne drohen sogar damit, Gegner oder Aktivisten auszuschalten. Mit der Folge, dass viele Daten gefälscht sind, und das führt zu einer falschen Darstellung der Realität. Schwere Versäumnisse mit potenziell katastrophalen Folgen für Umwelt und Gesundheit. Wir wollten mit der Regulierungsbehörde und den Konzernen über die verseuchten Abwässer sprechen. Keine unserer Interviewanfragen wurde beantwortet. Die Proben, die Vijay Gudavati und seine Teams entnahmen, enthielten die weltweit bislang höchsten Konzentrationen an Antibiotika. Und das gibt wirklich Anlass zur Sorge. Die hohen Anteile von Antibiotika in den industriellen Abwässern im Musi. Im Fluss landen auch die Abwässer der Stadt, hauptsächlich Ausscheidungen. Hier findet sich eine ganze Bandbreite an menschlichen Krankheitserregern. Sobald die in Kontakt mit dem antibiotikahaltigen Wasser kommen, entstehen Superbakterien. Vijays Befürchtungen sind in Hyderabad schon wahr geworden. Die Superbakterien verbreiten sich rasant im Musi, sickern ins Grundwasser und vergiften das Trinkwasser und die Nahrungsmittel. Über die Hälfte aller Bewohner der Hauptstadt wurde schon einmal infiziert. Und in den Krankenhäusern haben die Bakterien verheerende Folgen. Ramesh Konanki ist Kinderarzt im Rainbow Children's Hospital. Seine Station wird dem Andrang kaum noch Herr. Die Antibiotika, die er den Kindern verschreibt, wirken kaum mehr. Wenn wir einem Patienten Antibiotika verabreichen, dann zielt das normalerweise auf einen Fremdorganismus und zerstört ihn. Aber diese Bakterien haben Schutzmechanismen gegen Antibiotika entwickelt. Hier die ersten Röntgenaufnahmen des Kindes bei seiner Aufnahme. Beide Lungen waren vollständig zerstört. Diesen Notfall mussten wir sofort an ein Beatmungsgerät hängen. Er kommt aus einem kleinen Dorf. Der rechte und der linke Lungenflügel waren infiziert. Er hat eine sehr schwere Lungenentzündung und kein Medikament schlägt an. Noch nicht mal die Injektion von Antibiotika verbessert die Gesundheit des Jungen. Früher hatten wir seltene Fälle von Infektionen im Zusammenhang mit Superbakterien. Aber heute haben wir das systematisch in jeder Gemeinde und in jedem Krankenhaus. Die klassischen Antibiotika, mit denen wir normalerweise arbeiten, schlagen heute nicht mehr an. 60.000 Kinder starben 2022 landesweit an antibiotikaresistenten Bakterien. Und schon schleicht diese Epidemie über die Grenzen Indiens hinaus. Mit weltweit bislang über 1.300.000 Opfern. Bis zu 10 Millionen Menschen, schätzen Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation, könnten bis 2050 jährlich daran sterben. Das wäre dann die kommende weltweite Todesursache Nummer 1. Und hier zeigt sich der Widerspruch der indischen Pharmaindustrie. Man will die Welt heilen und erschafft vielleicht die Krankheiten von morgen.
Eine gefährliche Strategie im Zeichen des Wirtschaftswachstums zulasten der kommenden Generationen. Schon blickt Indien in die Zukunft und will seinen Vorsprung in der Pharmaindustrie ausbauen, zum weltgrößten Arzneimittelproduzenten und den Hauptkonkurrenten China überflügeln. Und dieses Ziel trägt den Namen Pharma City. Jayesh Ranjan ist als Industrie- und Entwicklungsminister des Bundesstaates Telangana für das Projekt verantwortlich. Nirgendwo auf der Welt gibt es ein Projekt der Pharmaindustrie von solchen Dimensionen. Mit Pharma City wollen wir die Branche dreimal so groß machen, von 80 auf über 250 Milliarden Dollar. Das ist absolut machbar, absolut möglich. Und wir sind schon sehr froh, was wir mit der Arzneimittelbranche erreicht haben. Fast 400 Firmen haben sich schon um den Kauf von Flurstücken beworben. Und das ist erst der Anfang. Über kurz oder lang werden sich wohl über 1500 Firmen in Pharma City ansiedeln. Es ist auch unser ganzer Stolz, dass die indische Industrie für die USA, für Europa und andere Teile der Welt produziert. Die Arzneimittelindustrie ist die Avantgarde der industriellen Entwicklung Indiens. Das Projekt genießt die volle Unterstützung der Regierung und ich denke, da gibt es noch sehr viel zu tun. Ob man will oder nicht, die Arzneimittelindustrie belastet die Umwelt. Aber mit Pharma City hat die Regierung sich verpflichtet, eigene Kläranlagen zu bauen. Wir haben 2 Jahre lang zusammen mit den Regulierungsbehörden die notwendigen Studien und Analysen erstellt. Dieser Schritt ist nun abgesegnet. Wir haben in Sachen Umwelt das volle Okay für das Projekt. Und sobald wir das letzte Land gekauft haben, können wir das Projekt einweihen. Bis zum Start von Pharma City sind es also im Grunde nur noch wenige Monate hin. The government of Telangana has envisioned Hyderabad Pharma City as the first of its kind environmentally sustainable industrial city. Duly recognizing the potential and national importance of the project, Hyderabad Pharma City will not only serve as a solution to country's health security, but will set a new global benchmark to an inclusive, sustainable development from every perspective. Und so sieht der Traum der indischen Regierung in Wirklichkeit aus. Ein gigantisches Bauprojekt und seine Schattenseiten für Mensch und Umwelt. Südlich von Hyderabad erstreckt sich noch unberührte Natur. Am Rand dieses Naturschutzgebiets liegen Äcker, die noch von Hand bestellt werden. Es ist das letzte noch unbelastete Stück Erde des Bundesstaates Telangana mit einer der reichsten Artenvielfalten Indiens. Hier soll Pharma City entstehen. Die Bauarbeiten haben schon begonnen. Schon haben ganze Wälder von Strommasten für tausende Fabriken den Urwald verdrängt. Die Hügel und das Gebirge wurden abgetragen, Flussbette verlegt. 80 Quadratkilometer Äcker und unberührter Wald sollen zum Paradies der Arzneimittelindustrie werden. Und fast 500.000 Menschen droht die Vertreibung. Ein kriminelles Projekt für Saraswati Kaluva. Die Umweltaktivistin leistet als eine der letzten heute Widerstand gegen Pharma City. Die Konzerne kaufen unser Land zu Spottpreisen auf und teilen es in Flurstücke für die Industrie auf. Das ist ein monströses Projekt. Das verschlingt eine ganze Region mit enormen Folgen für die Umwelt und die Bevölkerung. Die Folgen solch eines Pharma-Standorts mit über 1000 Fabriken lassen sich heute noch gar nicht abschätzen. Sie erkennen noch nicht einmal unser Existenzrecht an. Die meinen, sie würden die Bauern entschädigen. Aber das gilt nur für einige Landbesitzer. Es gibt so viele Menschen, die von diesem Land leben. Die Zerstörungen bei diesem Projekt haben unvorstellbare Ausmaße. Nach der Ankündigung des Starts von Pharma City 2018 gründet Saraswati Kaluva ein Kollektiv aus tausenden Bauern. Ihr Ziel?
den Aufkauf der letzten Flurstücke für den Start von Pharma City durch die Regierung verhindern. Diese rote Linie hier sind die zukünftigen Grenzen von Pharma City. Das Projekt erstreckt sich über 80 Quadratkilometer. 12 Städte und mehrere Dörfer werden dafür zerstört. Und wie Sie sehen, gleich nebenan dieser riesige Wald. Wie man sieht, ein Naturschutzgebiet. Das ist einer unserer ersten Briefe ans Umweltministerium. Darin sind alle Verstöße gegen Menschen- und Umweltrechte durch Pharma City aufgeführt. Dieser Brief ist das einzige gute Ergebnis unserer Korrespondenz mit der Regierung. Das Ministerium wurde verpflichtet, den Konzernen eine Bedingung zu setzen. Keine gewaltsame Landnahme und nur mit Einwilligung jedes Landbesitzers. Für die Bauern ist das ein großer Sieg. Der Kampf gegen Pharma City wurde für Saraswati Kaluva zum Kampf ihres Lebens. Unermüdlich ist sie in der Region unterwegs, trifft Gemeindevorsteher und leistet ihnen juristischen Beistand. Der Richter hat gesagt, das Projekt sei schon zu 75% fertig. Und er wagt es uns zu fragen, warum wir um die 25% Land überhaupt noch kämpfen? Wir müssen denen unser Problem klar machen, nämlich, dass die Umweltverschmutzung eines Tages auch sie selbst trifft. Sitzt nicht einfach untätig rum und hofft, dass ihr verschont bleibt. Das Projekt ist wie ein schleichendes Gift. Es wird jeden treffen. Wir müssen weiterkämpfen, bis wir den Bau von Pharma City im Umfeld unserer Städte vollständig unterbunden haben. Ich bestelle noch heute meine Felder und in meiner Familie sind wir zu siebt. Wir alle leben von diesem Land. Wenn Pharma City kommt, haben wir in unserem Leben nichts mehr zu tun. Wir können nicht lesen und schreiben und finden sonst keine Arbeit. Dann droht uns ein Leben als Industriesklaven. Pharma City wird riesige Probleme mit sich bringen. Dann werden die Menschen nach und nach krank und können nicht mehr arbeiten. Die wollten uns kaufen, aber wir haben uns geweigert. Wir wollen unser Land nicht verkaufen. Wir haben denen gesagt, wir werden Pharma City unser Land nie verkaufen, denn wir brauchen das nicht. Der einzige Weg für die Regierung, Pharma City hier anzusiedeln, ist, uns zu töten und unser Land mit Gewalt zu besetzen. In die Entschlossenheit der Gemeinden mischt sich Verzweiflung, während der Druck der Industrie zunimmt, je näher das Einweihungsdatum der Regierung rückt. Wir brauchen hier keine Pharma City. Der Westen vielleicht. Wenn die wirklich Medikamente herstellen wollen, sollen sie das doch bei sich daheim tun. Die Menschen sollten nicht mehr in Begriffen von Land und Grenzen denken. Sie sollten sich überlegen, was sie als Menschen ausmacht und die Folgen ihres Tuns für die Menschheit und für ihre eigene Spezies bedenken. Vielleicht zum letzten Mal sieht Saraswati Kaluva die unberührte Natur ihrer Kindheit. Die indische Regierung hat versprochen, Pharma City würde die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und propagiert eine neue, eine cleane Ära der Industrie. Doch schon verändern die ersten Fundamente des weltgrößten Pharma-Standortes die Region. Wird der Kampf einiger Bauern gegen die mächtige Arzneimittelindustrie Pharma City noch aufhalten können?